Wäre halt auf der einen Seite schön für die Erfahrungspunkte. Auf der anderen Seite nicht so schön, wenn beide Leute sterben. Oh, ein normaler Betrachter jedoch. Für die Gefallenen. Ich bin bereit. Ich warte. Der bringt aber auch nicht viel mehr als die anderen Kleinviecher. Eine Helebarde, Falle. Ach, wir sind wieder mal voll. Gewitterbolzen. Haut des Ghouls. Triggerheldpuls 3 auf Rettungswürfe gegen Lähmung und Gift. Kann nicht verwendet werden von Magiern. Das ist aber wahrscheinlich schlechter als das, was Yoshimo sowieso schon trägt. Oh, Plattenpanzer plus 1, den können wir jetzt identifizieren. Die Helebarde und die Bolzen. Drachenband. Schaden plus 6 gegen Drachen. Oh. Schade, dass Kaedon keine Helebarden benutzen kann. Also nicht wirklich gut damit ist, oder? Nö, Langschwert und Zweihänder. Und bei Minz sicherlich dasselbe. Ja, Zweihänder, Streitkolben, Langbogen. Okay. Ja, was immer ihr wünscht. So, da ist eine Schriftrolle. Schutzformel gegen Säure können wir nicht lernen, aber sollten wir lernen. Das ist nämlich praktisch. Stufe 5. Ja, tägen wir den Zauber aus. Und schreiben den Zauber rein. Gut. Fragt nur, wenn ihr es braucht. Die können wir beide nicht hier rein, weil du keine davon hast. Schade. Okay. Dann geht das bisschen Zeug noch an Yahira. Trakt der Unverwundbarkeit. Rüstungsklasse auf 0. Rettungsboni. Ja, nicht so wirklich nützlich. Das sind Pfeile für Yoshimo. Ja. Gut. Natürlich. Gut, den einen Betrachter haben wir recht schnell kaputt gekriegt. Warum können wir nicht einfach Freunde sein, frage ich mich gerade. Okay, das ist eigentlich nur ein riesengroßer Kringel mit diesem Mini-Betrachter in der Mitte, die aber auch verdammt gefährlich sind. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Ja? Frohlocket! Die Augen. Krass! Ich bin schneller als ich bin. Schnell kratze. Was auch immer du da gerade machst, Airy. Der Gegner ist da. Ich war. Hat das etwa wehgetan? So. Das ist,
beiden Teile des Zepters verschmelzen miteinander. Es vibriert geradezu vor unbändiger Energie und appelliert an eure niederen Instinkte. Gier, Hass, Lust und Gewaltbereitschaft spielen sich an die Oberfläche eures Verstandes. Ihr versteht jetzt nur zu gut, warum der Dimensionsreißer versteckt wurde. Er wird wie ein Zauberstab benutzt und hat nur eine einzige Ladung. Ihr solltet ihn sofort in euren Gürtel stecken. Ja. Von wo aus ihr ihn schnell benutzen könnt. Mhm. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Fragt nur. Gut, wir heilen uns mal ein bisschen. Ich sagte, wir heilen uns ein bisschen. So, schön hochheilen. Der ist noch für Keldon und der ist noch für Keldon. Und der ist noch für Keldon. Gut. Fragt nur, keine große Herausforderung. Ach ja. Ein blickloses Auge. Eine tiefe Stimme ertönt in eurem Kopf. Verzweiflung sehen, den Tod ist euer bekannt. Ja. So. Ihr habt diesen Versuchsreißer bereits einmal eingesetzt. Aufgrund des Fluchs, der auf dem Gegenstand liegt, wäre es zu gefährlich, ein zweites Mal zu verwenden. Der Avatar, der es euch gab, hat euch gebeten, ihm den Stab zurückzubringen, sobald ihr das blicklose Auge damit besiegt habt. Mhm. So, was sagt das Tagebuch? Sobald der Betrachter tot ist, muss ich dem Avatar das Zepter zurückbringen. Er hat mich gewarnt, dass der Reißer verflucht ist. Ich möchte es nicht riskieren, auszuprobieren, was geschieht, wenn ich es wage, ihn ein zweites Mal einzusetzen. Oder ihn vor diesem Ort wegzubringen. Sobald ich also den Betrachter getötet habe, muss ich zum Tempel zurückkehren und dort von meinem Erfolg berichten. Ja. Ich war. Was möchtet ihr? Er ist ja auch tot. Die Spieleinstellungen haben wir wieder auf normal gestellt, haben wir. Gut. 30.000 Erfahrungspunkte dafür, dass wir das Vieh getötet haben. Hey. Das ist sehr gut. Bringt uns nämlich noch näher an unser Ziel ran. Ja, erzählt mir mehr davon. Also an unsere Erfahrungspunkte, an unsere Levelziel. Jetzt kommt halt noch der schöne Teil an der Sache. Au! Das ist ein bisschen arg viel Zeug hier gerade. Das war ja hier. Okay. Das war ungemütlich. Keine große Herausforderung. Wir meiden also nochmal die Mitte etwas.
Weil wahrscheinlich eh hier der Ausgang ist, oder? Ja, da ist der Ausgang. Nein, aus. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. In Kurtus. Ich warte. Ich helfe die Natur, nimm dir das Leben jetzt. Okay. Auch nicht ganz so gelaufen. Ich muss hier wieder mit Buffs arbeiten, auf jeden Fall. Keine große Herausforderung. Bei 4 von denen sind einfach zu viel. Wie gesagt, ich könnte auch einfach auf die höheren Ebenen gehen. Und alles andere hier unten ignorieren, aber ich will die Erfahrungspunkte. Au. Dumm, dumm, dumm. Ja? Ich warte. Vita, Momo, Vita, Momo. So, eine Glaubensrüstung müsstest du eigentlich auch haben. Habe ich die dir weggenommen? Oder hast du die schon benutzt? Gucken wir mal. Ah, sie hatte eine Stufe verloren, stimmt. Dadurch sind Sachen weggegangen. Heilung. Heilung wäre nicht schlecht. Ja, nehmen wir mal Heilung, dass wir das ein zweites Mal haben. Und hier noch einmal das hier. Wie sieht's bei den anderen eigentlich aus? Hier sieht's okay aus. Bei ihr sieht es auch okay aus. Okay. Fragt nur. Nun gut. Was kann ich tun? Das ich da. Ich warte auf euren Befehl. Das da. Mhm. Das da. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. So, und jetzt? Super Taktik. In Kurtus. So, lassen wir sie zu uns kommen. Ja, was immer ihr wünscht. Gut. Nicht gut. Okay. Keine große Herausforderung. Ich muss mich tatsächlich noch ein Stück weiter zurückziehen. Ich warte. Nun gut. Ja, was immer ihr wünscht. Noch weiter zurückziehen. Ja, so müsste es gehen. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Okay. Fragt nur. Vita, Momo, Vita, Momo. Ich helfe, wo immer ich kann. So. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was kann ich tun? Das da.
Und das da. Den da. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Und den da. Den da. Ich werde es tun. Ja. Und noch eine Verteidigungskoordination. Es soll geschehen. So. Gut. Das war falsch. Ich muss ihn hier abfeuern.